Er muss ganz schön einstecken. RKI-Chef Lothar Wieler steht unter Druck. Und zwar schon seit Wochen. Denn das Robert-Koch-Institut hatte quasi über Nacht den genesenen Status von 6 auf 3 Monate verkürzt. Ganz überraschend, ohne Absprache. Doch trotz der ganzen Kritik, Wieler gibt sich rational, ruhig, fast schon locker. Das Robert-Koch-Institut arbeitet wissenschaftsbasiert, inhaltlich. Das machen wir jetzt seit 2 Jahren in einem Spotlight, wie wir das natürlich vorher noch nicht hatten. Und das wird auch so bleiben. Und ich meine, ich habe heute Geburtstag und ich habe das Glück, jetzt mit Ihnen hier zusammen meinen 61. Geburtstag zu verbringen. Was kann es denn angenehmeres geben? Wir sind uns doch so sehr ans Herz gewachsen. Insofern ist das alles in Ordnung. In Ordnung findet er hingegen gar nichts. FDP-Chef Christian Lindner spricht von einer außerordentlich unglücklichen Kommunikation, von großen Zweifeln an der Entscheidung Wielers. Das Vertrauen sei verspielt. Allerdings wohl nur bei den Liberalen. Denn Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht deutlich: Herr Wieler hat mein volles Vertrauen. Er sitzt ja auch erneut hier. Und FDP, das lasse ich unkommentiert. Für mich ist auf jeden Fall entscheidend, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Gute Zusammenarbeit, richtige Entscheidungen. Das steht jetzt auf dem Programm. Die Lage angespannt, aber beherrschbar. Wir sehen inzwischen auch Anstiege bei den Hospitalisierungen. Glücklicherweise ist dieser Anstieg trotz der hohen Fallzahlen bislang noch vergleichsweise gering. Die Perspektive also vorsichtig optimistisch. Die Frage nach Lockerungen hingegen verfrüht. Sollte es jetzt zu einer schnellen Öffnung kommen, zu einer schnellen Rücknahme wesentlicher Maßnahmen, dann würden wir die Welle deutlich verlängern. Erneut müssen die Menschen also erst einmal abwarten. Viele Politiker machen allerdings Hoffnung auf Lockerungen vor Ostern.